Kann ich mit einer Frage anfangen? Klar. Haben Sie das Buch ganz gelesen? Ja. Dann ist gut. Im Buch Der Krebsgang tauchen so Begriffe auf wie User oder Mac oder Domain. Und mich würde mal interessieren, wie Sie darauf gekommen sind. Das ist ja wirklich Fachvokabular. Haben Sie das von Ihren Enkeln oder haben Sie das recherchiert? Oder ja, wie sind Sie darauf gekommen? Ich habe Nachhilfeunterricht bei meiner Sekretärin genommen, weil ich selbst keinen Computer habe und auch nicht vernetzt bin. Ich besitze nicht mal ein Handy. Also ich bin nicht überall erreichbar. Dann lege auch Wert darauf, nicht überall und zu jeder Zeit erreichbar zu sein und empfehle euch das auch. Bei der Recherchearbeit zu dem Buch haben wir dann Wilhelm Gustloff hineingegeben und waren, ich jedenfalls, war überrascht und auch entsetzt, inwieweit dieser Begriff Wilhelm Gustloff, der Name, verbunden mit als Blutzeuge der NSDAP weltweit vernetzt ist von rechtsradikalen Gruppen verschiedenster Schattierungen. Als ich die angefangen habe, die Novelle Im Krebsgang zu lesen, habe ich erstmal einige Probleme gehabt, die Handlung zu verfolgen. Und mich würde interessieren, ob Sie am Anfang beim Schreiben auch mal die Idee gehabt haben, dass, die Novelle chronologisch zu verfassen, also einfacher. Das heißt ja nicht ohne Grund Im Krebsgang. Und das ist eine Form des Schreibens und Erzählens, in der es möglich ist, parallele Vorgänge, zeitgleiche Vorgänge oder zeitlich versetzte Vorgänge auf eine Ebene zu bringen, einen Vergleich zu bringen. Das habe ich auch schon in anderen Büchern gemacht, aber in diesem Buch war es regelrecht das Stilmittel, um etwas längst Vergangenes, diese schreckliche Katastrophe, der Untergang der Wilhelm Gustloff und der Tod von annähernd 10.000 Menschen, darunter 4.000 Kinder, wieder ins Bewusstsein zu bringen. Der Stoff lagerte schon seit vielen Jahren. Das wird also, die Gustloff wird in Hundejahre erwähnt, es wird gesagt, dass die Familie Pokrivke wahrscheinlich mit der Gustloff abgesoffen ist. Und es sammelte sich bei mir im Verlauf der Jahre sehr viel Stoff. Aber ich wollte keine Dokumentation schreiben. Und erst als ich auf die eigentlich naheliegende Idee kam, eine fiktive Figur, nämlich Tulla Pokrivke, mit einzuführen, war ich in der Lage, ein erzählendes Buch zu schreiben. Und die Tulla Pokrivke ist auf der Gustloff im Alter von 16, 17 Jahren schwanger. Und hier taucht sie auf als 70-Jährige. Und ich habe dadurch die Möglichkeit, das ganze Geschehen aus der Sicht von drei Generationen, ihres Sohnes und ihres Enkelsohnes, zu erzählen. Und das setzt natürlich dann eine Schreibweise voraus, die es mir erlaubt, diese verschiedenen Sichtweisen in eine Satzperiode hineinzubringen. Und wie Krebse sich zu bewegen, das sieht ja immer aus, als würden sie rückwärts laufen oder seitlich ausscheren, aber die kommen ganz gut voran. Vorhin wurde das ja erwähnt mit den biografischen Zügen, die einige Charaktere häufig haben. Aber wieso haben Sie sich nochmal als eigenständige Person richtig in der Novelle eingebracht? Naja, ich meine, ich erfinde ja einen Erzähler. Ich bin der Auftraggeber. Und ich fand es reizvoll, in einer Erzählung diesen Trick auch dem Leser offen zu machen. Dass dahinter steht einer, der hat den Autorennamen. Und der sieht sich selbst nicht in der Lage, in Ich-Form diesen Stoff zu erzählen. Er braucht jemanden, der mit dem Stoff verbunden ist. Also zum Beispiel dieser verkrachte oder verkommene Journalist, der genau in dem Moment geboren wurde, als die Gustloff sank. Also ist er mit der ganzen Geschichte verbunden. Und den habe ich sozusagen vorgeschoben. Und da dazu neigte, auszuscheren, wie das Krebse auch gerne machen, muss ich ihn ab und zu zur Ordnung rufen, dass er bei der Sache bleibt.
und weitererzählte.